Ja, und hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Heute spielen wir mal Deadlight, wie ihr bereits sehen könnt. Und ich habe das Spiel schon ein wenig angetestet. So das erste Level habe ich, glaube ich, gespielt. Wenn man das überhaupt so in Level einteilen kann, kann man jetzt nicht so genau sagen. Ähnelt sich im Prinzip vom Spielprinzip her wie, naja, nicht unbedingt wie Limbo. Also es ist schon viel zusammengewürfelt, aber es ist auch ein Sidescroller wie Limbo. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und dann werdet ihr schon sehen, wie das Spiel so ist und so weiter. So, weiter wollen wir nicht. Ich gehe mal auf Szene. Ich würde mal sagen, willkommen in Seattle. Oh, ich habe das erste doch noch nicht ganz durchgespielt, sehe ich gerade. Gut, dann legen wir mal hier los. Bitte ganz am Anfang. Würde ich mal sagen, hier vorne. Spielen. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. Seattle, 1986. 145 Tage nach Patient Null. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said Why? Not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Dann legen wir doch mal hier los. Gleich mal hier am Anfang können wir hier mit E. The body's full of bites and bruises. Na lecker. She's been shot point blank in the head. Okay. Können wir hier noch was machen? Ah, okay. You're free now, Carla. Some of us aren't so lucky. Hart, aber wahr. War hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht, ne? Rücken wir mal drüber. So, da hinten gammeln schon die Zombies. Da unten auch. Ich hüpfe mal über die hinweg. Na? So. Gut, das hat er jetzt automatisch gemacht. Kommt wohl auch keiner mehr rein jetzt. Und wir rennen hier mal ein Stückchen weiter und das knarzt ein wenig. The wood is rotten and the planks are weakened. Oh, verrottet und morsches Holz, das ist doch schön. Und die Frage ist, was sollen wir jetzt genau machen? Lass mich in Ruhe. Zombies, ey. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest.
Anybody alive must be trying to reach it. Okay, gehen wir nochmal weiter. Mal schauen, was wir jetzt hier machen. Okay, da unten versammeln sich die ganzen Zombies. So, X oder E gedrückt halten, um schwere Objekte zu greifen. Okay. Huch. Jetzt aber. Okay. Komm, schieben wir es einfach mal runter. Bäh. Voll auf die Birne hier. Auf, fallt rein. Du auch, Kollege. Kuckuck. Böp. So, klettern wir doch mal hinterher. So, und runter mit uns. Hier unten war, glaube ich, nichts mehr. Huch, da kommen Zombies geflogen. Und wir gehen mal weiter. Steuerung zum Ducken, okay. Krabbeln wir mal ein Momentchen weiter. Da unten liegt wieder einer. Auf, komm her. Kuckuck und tschüss. Zombie March. Also ich muss sagen, hier am Anfang ist es noch sehr gechillt. Aber ich hoffe mal, dass das alles noch ein bisschen heftiger wird, sag ich mal. Aber ich bin mal zuversichtlich, so rum. Und wir jumpen hier mal schnell weiter, bevor uns hier irgendwas verfolgt. Und ich sag mal so, ist es auch noch recht easy hier jetzt am Anfang. Aber wie ihr gesehen habt, ich war gerade mal bei 88% im ersten Kapitel. Von daher weiß ich noch nicht allzu viel. Und zum Ende hin ging es dann doch schon teilweise ein bisschen mehr ab. Aber ich will ja jetzt hier nicht zu viel spoilern. Und jetzt geh mal bitte hoch. So. Hui. Das war knapp hier, mein Freund. Klettern wir mal runter. Und hier stürzt natürlich gleich alles ein, ey. Fetzer. Hätte vorher mal abnehmen sollen hier. So. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Oh ja. Diese Welt hat niemand verdient. F, um Gegner zu verspotten. Ja gut, pfeifen ist ja jetzt nicht verspotten, aber machen sich halt selbst zum Eumel. Gut. Und wir jumpen da mal gekonnt drüber und deaktivieren hier mal die Scheiße. Jo, so mache ich auch immer das Licht aus. Einfach mal einen Schaltkasten abdrehen hier. So, dann müssen wir hier hoch. Und dann hüpfen wir hier drüber. Können wir da oben irgendwas machen? Ne, kommen wir nicht mehr hin, okay. Sirle. Gucken wir doch mal. Jetzt sind wir im Wartungstunnel. Okay. Ich hüpfe mal da rüber zu der Leiter. Und da ist ein Rohr. Hüpfen wir mal dahin. Kuckuck. Jemand da? Nö. Okay. Ich bin der Meinung, da war was. Nicht, dass es hier jetzt... WTF war das. Ah, hier haben wir noch was. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Schön durch den Kopf genagelt hier. Sehr lecker. Das ist schön, dass wir nicht schwimmen können. Erinnert mich wieder an Limbo. Ui. Dann tun wir hier doch mal hier Dings. Wasser abdrehen. Und dann können wir hier auch weitermachen. Und hepp.
Nein! Boah. Zum Glück. Ich wollte eigentlich wieder hinter auf die andere Seite. Was sind das da unten im Wasser? Ist das Dreck, Blut oder irgendwas wieder aufgewirbelt? Ah, ganz lecker. Und, ja. Da unten haben wir auch ein paar Leute drin liegen. Ach, genau. Wasser abdrehen. Müssen wir nämlich da unten gleich rum. So, lassen wir das Wasser ablaufen. Bleibt schön liegen. Schön liegen bleiben. Bewegt euch bloß nicht. Ja, die machen auf. Nein. Noch Eier. Schneller. Wieso sind die schneller als ich? Randall, machst du mal bitte Eier? Hep. Fort von mir. Blöden Zombies hier. So. Gut, und hoch mit uns. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Nö, da kommen wir nicht mal hin. Hep. Wow, 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 wow. Das ist, glaube ich, ein Verbandskasten. Ja, yeah, ja. Bringt uns nichts. So. Jetzt sind wir im Interstate 5. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Gut, dann werden wir das nochmal tun hier. Und... Hep. Bah. Sehr gut. Da unten scheint nichts zu sein. Was macht denn der da? Ich muss weiter, sorry. Keine Zeit. This is it. Ui. Ups. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. So. Rennen wir hier doch mal gerade quer über die Gas. Was ist das gerade zum Teufel gewesen? Also gerade beruhigen tut's mich ja nicht, ne? Ja, und ich habe so die Befürchtung, dass ich hier einige Dinge leider nicht machen kann zurzeit, weil ich das schon mal gespielt habe. Habe ich ganz übel den Eindruck. Naja, ich werde... Was geht mit dem ab, ey? Auf, komm her. Oh je. Bleib fort, ey. So. Danke, der Herr. So, hier können wir nichts machen, also hoch da. Sales Schrottplatz. So, na, holen wir uns hier unsere. Na. Hallo. I found a firefighter's axe. Eine Feuerwehrsmann-Axt. Das ist doch schön. Boah, voll aus dem Schädel gezogen hier. Thanks, buddy. Würde ich auch sagen. Dankeschön. Ach nee, hier müssen wir ja den machen. So. So macht man heutzutage übrigens Türen auf, Leute, ne? Einfach mal eine Feuerwehrsaxt genommen und dann zack. No time to waste. Komm mal her. Und tschüss. Keine Lust, heute zu kämpfen. Anema vielleicht. Mit der Axt macht man halt kaum Schaden, von daher... Gehe ich dem Stress gerade lieber mal ein bisschen aus dem Weg hier. Und hier müssen wir darunter das Ding da deaktivieren, würde ich mal sagen. Komm her. Merge. Lässt du mich in Ruhe?